Ciao. Bis zum nächsten Mal. Almost seven, West Virginia, Blue Ridge Mountain and the Shenandoah River. Very good. Life is older than the tree, younger than the mountain, rolling like a breeze. Mama, take me home, girl, country road. Oh, my memories. Gather round her, a river's lady and a stranger to the water. Dark and dusty, painted on the sky. Misty takes the moonshine, teardrop in my eye. Country roads, country roads. Won't you take me home? Out to the place. West Virginia and a mountain mama. Won't you take me home? I hear a voice in the morning as she calls me. The radio reminds me of my home far away. And driving down that road, I get the feeling that I should be home. Yesterday, yesterday, country. Mama, take me home, girl, country road. Take me home, yeah, country road. Take me home. Dankeschön, herzlichen Dank. Riesen Applaus nochmal für Dave Ashby. Hey, wollt ihr ihn nächstes Mal in der nächsten Phase sozusagen nach unserer ersten Halbzeit nochmal erleben? Sehr schön, danke. Normalerweise wollte er jetzt seinen Flieger hier nehmen von Hartenholm, wollte sich ins Flugzeug setzen und wollte nach Seevetal rüberfliegen sozusagen. Das machst du jetzt nicht, ne? Nein, ich bleibe hier ein bisschen länger, natürlich. Also, er kommt nochmal wieder. Ein Riesenapplaus für Dave Ashby. Danke dir, Dave. Super. Ja, hier ist ja riesig was los. Und wir wollen das Ganze top, meine Damen und Herren. Mike Krüger auf der Bühne, Dave Ashby. Da haben wir uns doch einfach gesagt, da nehmen wir jetzt eine Weltgruppe,
die so richtig schön hier reinpasst nach Hartenholm. Und ich brauche sie gar nicht ansagen und ich brauche auch ihre Titel gar nicht erwähnen, weil sie haben Weltformat und sie sind heute Abend hier nach Hartenholm gekommen zur TV-Aufzeichnung. Und ich sage einfach Bühne frei, sie waren schon öfter in Bad Segeberg und heute Abend sind sie hier auf der Bühne. Einen Riesenapplaus für die Weltgruppe Sweet! Wir gehen ein bisschen wieder zu unserer Quizfrage, denn wir haben ja eine Frage und Sie können heute tolle, tolle Preise gewinnen. Unsere Frage lautet, welcher Tennisspieler, um sportlich zu bleiben, spielt für den TC Logopack Hartenholm? Welcher Tennisspieler spielt für den TC Logopack Hartenholm? Ist es 01 Boris Becker, ist es 02 Michael Stich oder ist es 03 Björn Borg? Wählen Sie 013 78 66 67 plus die jeweiligen Endziffern. Ich darf Ihnen noch einen kurzen Tipp in eigener Sache geben. Am 27.01. startet hier auf DSF eine neue Sendereihe. 50 ganze Sendungen für dieses Jahr sind noch für Sie geplant. Und zwar immer um 8.30 Uhr. Da möchte ich Sie wecken mit Ellermanns Morning Show. Eine bunte Mischung mit Gästen aus Sport, Kultur und Politik. Und dann haben wir den Becher natürlich auch immer mit dabei. Den Logopack-Becher sowieso. Also unbedingt einschalten ab 27. einen Samstag. Immer wieder samstags kommt die Erinnerung um 8.30 Uhr für Sie morgens hier auf DSF Ellermanns Morning Show. Eine neue Reihe. Schalten Sie ein. Wir gehen wieder ein bisschen auf die Bühne und haben tolle Gäste für Sie. Hier ist die Gruppe Sweet. Here's a couple of old songs you might remember. Much, but maybe your hard heart and the touch.
Are you sure? Marvelous. This is called the 16s. Part of the city.
got to make a big plan. Maybe they can put it all together in a show that'll last forever. Oh, they would walk the slipping nights and dream they saw the living lights on Destination Boulevard. They'd light the fading lights. Susie and David, you can make it. But life goes on. You know it ain't easy. You just gotta be strong if you wanna be 16. And life goes on. You know it ain't easy. You know you'll never go wrong. They took the flowers from their hair, tried to make us all aware. Too bad, too late. So they lived from day to day and tried to do it all their way. But 68 was 68, no matter what they say. You just gotta be strong if you're one of the 60s. And life goes on. You know it ain't easy. You know you'll never go wrong. Cause you love. And life goes on. Oh,
Danke, Kumpel. Ich darf Ihnen sagen, wir können uns schon noch bleiben. Sie noch ein bisschen dran, denn wir kommen gleich wieder nach der Werbung. Gleich nach der Werbung sind wir wieder da. Und bis dahin gibt es noch einen tierischen Applaus hier aus Hartmann. Danach natürlich Susi Quattro hier auf der Bühne, Dave Ashby und viele mehr. Und das ist der Applaus vorweg schon mal, oder? Okay? Schenken Sie Glücksmomente mit dem Hamburg 1 Adventskalender für die SOS-Kinderdörfer weltweit. Präsentiert von Nivea. Ab dem 1. Dezember öffnet sich täglich ein Türchen mit dem persönlichen Gruß eines Hamburger Prominenten. Kinder sind Liebe, Kinder sind Freude. Was ich an ihnen besonders mag, sie sind völlig unvoreingenommen und voll Vertrauen. Diese Vertrauen musste ich schützen und jedem Kind die Gewissheit geben, dass es in einer vertrauensvollen Umgebung aufwachsen kann. Die SOS-Kinderdörfer weltweit ermöglichen gerade den Kindern, denen es schlecht geht, einen Weg in eine gestärkte Zukunft. Spenden Sie jetzt und schenken Sie damit diesen Kindern einen Glücksmoment. Rufen Sie jetzt an unter 0901 130 130. Damit spenden Sie automatisch 5 Euro zugunsten der SOS-Kinderdörfer weltweit. Unter allen Spendern verlosen wir täglich ein echtes Sammlerstück. Die Nivea Motivdose, gemalt von Kindern für Kinder. Und einmalig als besonderen Glücksmoment ein Verwöhnwochenende für 4 Personen in Westerland auf Sylt. Der Hamburg 1 Adventskalender, präsentiert von Nivea. Noch bis zum 24. Dezember, ab 17 Uhr bei Hamburg 1. Der Fernsehsender für Hamburg. AC? Ja? AC, da tickt was. Da tickt nichts. Ich hör's doch. Ach, Blödsinn. Hamburgs explosivste Morningshow. Maren und AC am Morgen. Wochentags von 5 bis 10 in ihrem Radio. Das neue Alsterradio. 106.8 Rock'n'Pop. Und ich sag noch, da tickt was. Arschloch. Die Hamburg 1 Moderatoren, immer schnell am Ort des Geschehens, mit Hansa Taxi 211 211 und 311 311. Klick, Klick, Glück. Flirten bei Deutschlands Partnerbörse Nummer 1. Jetzt kostenlos testen. Friendscout24.de. Ab sofort gehört die Nacht ab 0 Uhr nur dir und Call for Cash. Sei ein Gewinner und schalte ein. Call for Cash, die interaktive Spielshow. Täglich ab 0 Uhr. You're surrounded by beauty unbounded, so let's just send it for me. And though I
Chin Chin, wir sind immer noch mit Kaffee am Werke, wie sich das gehört, denn bei diesem Trubel in der Halle, da muss man auch mal ein schönes Tässchen Kaffee trinken und das werden wir ja ab 27.01. dann jeden Morgen ab 8.30 Uhr auf DSF mit Ella Manns Morning Show und da bist du ja sicherlich auch mal dann zu Gast bei mir. Ja, sicherlich werde ich dabei sein. Wunderbar. Chris, ich habe eine Frage und zwar, wir müssen jetzt mal eine Geschichte erzählen, es gibt eine Gruppe, die kennst du wirklich richtig gut und du hast mit denen vor einem guten Jahr telefoniert und hast gesagt, da mache ich es ein bisschen von abhängig, wenn ich die Jungs kriege und ihr habt hin und her gemailt, dann will ich Rock machen hier, keine Oldies, sondern dann mache ich Rock und es hat geklappt, sie sind gekommen und du hast gesagt, gut, dann ziehen wir jetzt beide Rock durch und ich habe gesagt, okay Chris, dann machen wir eine schöne Rockpartie und jetzt müssen wir mal lüften, du hast eine Gruppe herbeigeholt, von wo kommt sie und wie heißt sie? Die Gruppe heißt Wishbone Ash, kommt aus England, wobei Andy Powell mehr oder weniger in den USA jetzt lebt. Die Gruppe kenne ich seit, muss ich lügen, 71. Da war ich auf der Uni in Manchester in England und da habe ich selbst ein bisschen in der Musikszene mit rumgemengt. Habe selbst Gitarre gespielt, Folk, Rock und klassisch. Und ich war zuständig für die wöchentlichen Auftritte der Gruppen auf der Uni in Manchester. Dadurch haben wir eine ganze Menge Gruppen kennengelernt, wie Free seinerzeit, Emerson, Lake and Palmer und unter anderem Wishbone Ash. Also ich kenne Andy Powell seitdem. Ich glaube, er kennt mich nicht so lange oder zumindest konnte sich nicht daran erinnern. Aber ich habe ihn ein paar Mal in Deutschland gesehen, in Neumünster habe ich ihn mal gesehen, zweimal in Hamburg in der Fabrik. Und ich habe ihn letztes Mal einfach angesprochen und gesagt, Andy, du kennst mich sicherlich nicht mehr, aber wie ist es? Ich bin jetzt ein bisschen in der Musik zugange und würde ganz gerne eine Rockshow machen. Machst du mit? Und ja, sofort ging es los. Wir haben dann eine Woche später in den USA telefoniert und das war geborgen. Das war Anfang des Jahres. Wunderbar. Für alle, die Wishbone Ash nicht so gut kennen, da gibt es ja auch ein paar von, die im Rock nicht so zu Hause sind. Wie beschreibst du diese Gruppe? Ja, Wishbone Ash ist mehr eine melodische Rockgruppe. Die sind seinerzeit, Anfang der 70er Jahre, sehr bekannt dadurch, dass sie mit zwei Leadgitarren arbeiten. Das war damals ein Novum. Und das haben sie bis heute beibehalten. Ist also ein sehr melodischen Klang, sehr schön zum Zuhören, aber auch fetzige Rockmusik dazwischen. Also passt 100%. Wunderbar. Und die werden wir jetzt gleich erleben, aber vorher möchten wir Ihnen natürlich noch unsere Quizfrage einmal mit auf den Weg geben, denn Sie können immer noch Preise gewinnen. Wir haben noch ein paar Karten für Sie, denn es gibt Eintrittskarten von der Gruppe Wishbone Ash zu gewinnen für das Konzert demnächst hier in Deutschland, in Hamburg. Ja, die machen eine große Tournee in Deutschland und eine der Stationen ist Hamburg, wieder in der Fabrik im Januar. Dafür gibt es Karten, die wir verlosen werden durch diese Quizfrage. Wunderbar. Und ich will jetzt ganz kurz Ihnen nochmal die Frage mit auf den Weg geben, falls Sie noch nicht mitgemacht haben und gerade zugeschaltet haben. Welcher Tennisspieler spielt für den TC Logopack Hartenkolm? Denn Logopack unterstützt natürlich Tennis mit ihrem eigenen Verein natürlich. Und die Antwort könnte sein 01 Boris Becker, 02 Michael Stich oder 03 Björn Borg. 01 378 66 67 plus die jeweiligen Endziffern bitte anrufen. 01 Boris Becker, 02 Michael Stich oder 03 Björn Borg. Welcher Tennisspieler spielt für den TC Logopack Hartenholm? 01378 66 67 plus die jeweiligen Endziffern. Jetzt bitte anrufen, ganz wichtig.